Okay, ich bin wieder da und die Spannung steigt. Die Achterbahn sind oben angekommen und jetzt bin ich mal gespannt, was unsere kleine Änderung denn bringen wird. Ich hoffe, es bringt überhaupt irgendwas. Puh. Na, mal sehen. So, die erste Passage, wie gesagt, war ja eigentlich relativ gut. Da hat das richtig nach Achterbahn ausgesehen. Ah, genau. Hier quält sie sich super rüber. Das mag ich. Und jetzt noch mehr als vorher. Ist natürlich die Frage, ob sie dann... Ja, auch ich denke, das mit dem Looping müsste eigentlich auch hinhauen jetzt. Ja, super. Schön langsam rum. So, jetzt die angenehme Strecke. Ja, auch der Inline-Twist ist noch relativ in Ordnung. Aha, waren das jetzt 6 km/h? Ich weiß gar nicht. So, auf jeden Fall... Ja... Es sieht alles schon ein kleines bisschen humaner aus als vorher. Bin ich mal gespannt, wie hier unten jetzt die Geschwindigkeit sein wird. Unterirdisch. Ha, ich liebe dieses unterirdische Bauen. Dieses Unauffällige, auch wenn die Bahn natürlich total super auffällig ist. Ah, hier könnte es wieder ein kleines bisschen zu Problemen kommen. Das sehe ich doch. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu schnell noch. Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt kommt die Achterbahn da rein. Also wenn wir hier vielleicht noch ein bisschen entschärfen könnten, da in dieser Passage, dann wäre das gut. Ansonsten sieht es relativ human aus, wie gesagt. So, da kommt die Achterbahn an und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich immer sowas von gespannt. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Tateng! 7,67G und maximale seitliche Kraft 3,11G. Na, das ist schon ziemlich heavy. Vor allen Dingen die maximale positive vertikale G-Kraft, das ist eher so Astronauten-Level. Ich schätze mal, das wird auch... Wo wird das entstehen? So, Ultra-Extrem-Intensitätswert. Das ist alles ein bisschen krass. Aber wie gesagt, diese Achterbahn ist ja auch dafür da, um optimiert zu werden. Und dafür haben wir ja die Zeit und diese Zeit, die nehmen wir uns auch. So, wir gehen wieder zurück in den Berg. Hallo, Berg. Ich würde jetzt gern mal sehen, wie das hier so unterirdisch ist. Wo ist denn hier die Untergrundansicht? Wo ist die Untergrundansicht, Leute? Oh, verdammt. Ach, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. So, das Problem. Meine Werbekampagne ist zu Ende, natürlich. Und das Problem, hier haben wir eigentlich gar kein Problem. Hier machen wir einfach wieder den Anschluss ran. Okay, das eigentliche Problem kann ich, denke ich, mal hier bekämpfen. Denn da gibt es eine kurze ebene Strecke. Und auf dieser kurzen ebenen Strecke, oder hier oben vielleicht sogar schon, ich weiß es nicht. Oder hier? Nee, da oben wird das nicht möglich sein, denke ich mal. Da ist alles zu verworren und zu verwirbelt. Vielleicht ist das hier auch ein bisschen zu heftig mit dieser Schraube. Das könnte ich mir auch vorstellen. So, bremst denn diese Bremse jetzt eigentlich auf 6 km/h ab? Das sah jetzt gar nicht so aus eigentlich. Aber anscheinend... vielleicht sollte ich... Ich glaube, ich werde hier erstmal noch ein bisschen entschärfen. So, und zwar werde ich das machen, indem ich diese Steigung noch mehr entschärfe. Indem ich daraus fast... ja... Was auch immer. Habe ich da jetzt überhaupt irgendwas verändert? Ich weiß es nicht. So, also ich werde diese Steigung entschärfen, wie gesagt. Oder ich könnte die auch komplett entschärfen. Warum eigentlich nicht? So, 39 Meter. So, und jetzt habe ich noch wunderbar viel Zeit, um hier Bremsen noch und nöcher einzubauen. Und alles auf 6 km/h abzubremsen. So, als kleine Unterbrechung nochmal, als kleiner,
ja, als kleiner Anfixer praktisch für den Rest der Achterbahn. Und das sieht doch gut aus. Und jetzt denke ich mal, und ja, natürlich unten müssen wir jetzt noch im Berg. Wir haben noch ein kleines bisschen Arbeit im Berg vor uns. Wo ist der Berg? Ach ja, hier, genau. Untergrund, Innenansicht. War das jetzt schon die Unter... Wo ist die Untergrund? Ach, hier ist ja der... Ja, genau. So, leicht verwirrt heute. Aber ich nehme jetzt auch schon so lange auf. Habe heute schon mehrere Let's Plays aufgenommen. Das muss ich mir ja mal zugute halten. Okay, Bremsen speziell. Klotzbremsen. Nee, Klotzbremsen sind irgendwie doof. Also Bremsen. So, und dann hätten wir das praktisch... Warte mal, stopp. Halt, stopp. Ach, was habe ich denn jetzt gemacht? Nein. So soll es doch sein. So, speziell und jetzt einmal bremsen. Zack. Und dann nicht mehr, sondern noch ganz normal nur. So, und dann schätze ich mal so. Und jetzt klappt's. Genau. Jetzt haben wir's. So, dann werde ich mal schauen. 6 km/h sind wahrscheinlich ein bisschen zu wenig. Ich werde mal auf ein bisschen 86 oder sowas. Oder 80. Ja, vorher ist die ja mit 100 noch was runter da, darunter gedüst. Das muss nicht unbedingt nochmal sein. Und da oben die Bremsgeschwindigkeit, wie gesagt, auf dieser langen Strecke. Ähm, 6 km/h. Nicht mehr und nicht weniger. So, jetzt wird getestet. Und jetzt funktioniert's. Hundertprozentig, bestimmt. So, dann haben wir gleich die Fahrzeuggeschwindigkeit im Blick. Und wie gesagt, wir sehen uns gleich, wenn der Wagen wieder oben ist. Tschüss. So, und da sind wir wieder und die Spannung steigt und es geht sofort los und jetzt bin ich ja mal wirklich gespannt. Oh, war ja. Und der Luftballon, nein! Ach, jetzt dachte ich, die Achterbahn stößt mit dem Luftballon zusammen und alles wird ein blutiges und vielteiliges Ende finden, aber nein. So, los geht's. Wie gesagt, hier oben ist alles noch super, hier quält sie sich richtig schön durch. Hui, und dann geht's da runter. Das könnte auch schon eventuell ein kleines bisschen zu viel sein für die Leute da, da oben. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. So, und jetzt wird abgebremst. Haha, und zwar auf so einen Wert, genau. Das Schöne wäre natürlich, wenn jetzt die Achterbahn da nicht reinknallen würde. Ups. Okay, ich glaube, ich werde mal schließen. Ja, es war ja nur die Testphase, Leute. Kein Problem. Was ist hier falsch an diesem Bild? Ich glaube, ich muss die Bremsgeschwindigkeit mal ein kleines bisschen erhöhen. Sonst kommt die Achterbahn da gar nicht mehr durch. Also sonst ist die Achterbahn nicht schnell genug. So, und der nächste Versuch. Perfekt wird es sein. Denke ich mal. Hoffe ich mal diesmal. So, keine Toten, Gott sei Dank. Und wie gesagt, geschlossen ist es noch. Ja, verunglückt. Von wegen. Getestet wird jetzt erstmal. Zug 1. Und wie gesagt, wenn die Bahn oben ist, melde ich mich wieder. So, und los geht's. Die Bahn kommt da unten rein. Hui, das kennen wir ja alles schon. Da beschwert sich der Yakinator ja auch gar nicht und ihr wahrscheinlich auch nicht. Ja, okay, der Looping. Ja, bach. Alles Peanuts. So, jetzt wird abgebremst und zwar diesmal relativ ordentlich, sodass die Achterbahn hier auch noch die Möglichkeit hat, hoffentlich die Möglichkeit hat... Das war aber relativ knapp, meine Lieben. Und ich glaube, bei der nächsten funktioniert das dann nicht so gut. Huh, das war jetzt wirklich knapp. Okay, also 14 km/h Bremsgeschwindigkeit reicht auch noch nicht aus. Ich glaube, nee, wir machen das mal auf einem anderen Wege. Ich lösche das mal.
So. Und direkt davor mache ich jetzt doch ein oder zwei von diesen Dingern. Hier und da meinetwegen. Genau, da machen wir jetzt die Bremsen hin. Und die dürfen dann meinetwegen auch mit 6 km/h, weil die brauchen ja auch nicht so lange dann. Die gehen ja dann gleich wieder runter. 6 km/h, 6 km/h. Und ja, hier oben, ich sehe das kritisch. Da gibt es natürlich eine effektive Methode, um praktisch die Geschwindigkeit auch so ein kleines bisschen anzupassen. Na gut, das Problem ist, also wir kommen hier rein, machen diesen Looping, gehen hier runter, machen diesen Looping und... Gute Frage, was machen wir da am besten? Ich glaube, hier kann man sehr gut ansetzen. Und zwar der Gestalt, dass man dann, ja, die Bremsen können wir da noch nicht reinmachen. Warte mal, halt, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Ja, ich glaube, wir machen das gleich mal so. Ja, genau. Was ist denn jetzt los die ganze Zeit hier? Pieps, pieps, Twist 1 ist schon wieder ausgefallen. Na toll. Habe ich jetzt eigentlich die, sicher die Bahn... Höhenmarkierung auf dem Gelände, auf den Fahrstrecken. Das möchte ich haben. So, 63 Meter. Okay. Also wie gesagt, da war noch alles in Ordnung. Da hatten sich noch alle lieb. Und jetzt kann ich ja mal... Der muss natürlich auch noch durch diesen Looping kommen. Aber ich kann trotzdem hier mal Bremsen einbauen. Das kann ich machen. Speziell Bremsen. So, dann können wir mich wenigstens ein kleines bisschen, abbremsen. Ja, dann mache ich das aber auch gleich richtig, dass ich dann praktisch, also ein kleines bisschen abbremsen. Ich will hier nicht irgendwie die Apokalypse heraufbeschwören oder sowas. Da müssen wir wahrscheinlich, Ach so, jetzt haben wir auch nochmal die Bremsen ausgewählt. Ich Dummdüdel. So, wir legen uns elegant in die Kurve. Hier auch. So, und jetzt müssen wir bloß noch hier irgendwie diesen Anschluss wiederfinden. Ja, das könnte ein kleines bisschen schwierig werden. Nö, das wird nicht schwierig. Kein Problem. Dann machen wir halt hier so eine kleine Kurve hin. Und dann dürften wir noch genug Zeit finden, um hier sanft nach unten zu gehen. So zum Beispiel. Und... So bleiben wir gleich. Vielleicht gerade und dann geht das. Und anschrägen und dann juhu. Ja, warum nicht? Gut, Piratenschiff 1 ist ausgefallen. Diese Bremse dürfen wir jetzt natürlich nicht auf 6 km/h lassen. Meinetwegen auf 20, 58, 46, 55 Meter. Ich weiß gar nicht, wie viel Geschwindigkeit wird denn da noch mitgenommen? 14 Meter... 20, vielleicht reichen 20 aus. Und dann hier unten auf 6 km/h abbremsen. Und dann da unten auch nochmal. Aber da unten dürft ihr halt nicht auf 6 km/h abbremsen. Das geht nicht. Ich weiß gar nicht, was wir da jetzt eingestellt hatten. So, 78 km/h hatten wir da jetzt eingestellt. Ja, da bin ich mal gespannt. Also das ist jetzt reines Ausprobieren. Das ist halt diese schwierige Phase manchmal. Gerade bei so einer komplexen Bahn. Und ja, ich drehe mich mal wieder in die richtige Ausgangsposition. Na, noch ein weiter. Genau. Und dann heißt es wieder testen. Weg damit. Testen und bis gleich. So, und los geht der wilde Ritt. Und inzwischen sind wieder ein paar Fahrgeschäfte ausgefallen. Auch die Minen von Moria sind leider ausgefallen. Manometer. So, jetzt der große Moment. Wird es irgendwie klappen? Also das ist alles noch im Rahmen. Okay, jetzt wird es hier relativ langsam. Die Achterbahn, ja, krepelt sich da so ein bisschen durch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wird sie diesen Looping kriegen? Das ist die allergrößte Frage. Ja, nein, ja, nein. Ja, das war jetzt nicht so gut. Das heißt, ein kleines bisschen schneller müssten wir dann schon noch werden. Also Bremsgeschwindigkeit 20 km/h. Na, machen wir mal 28. Und ich wette, dann sieht das schon ganz anders aus. Meine Güte, so viel Testerei.
Bis gleich. Ha, und da sind wir wieder. Und ja, ich habe inzwischen noch ein paar Handwerker und Aufsichtskräfte eingestellt, damit meine Bahnen nicht so oft ausfallen und mein Park nicht so verkommt, während ich mich hier dem Achterbahnbau widme. 999er Bewertung, okay. Also ein kleines bisschen schneller werden wir jetzt sein. Und ich hoffe, das reicht aus, um diesen wahnwitzigen Looping hier zu kriegen. Da komm, das müsste doch jetzt aber ohne Probleme funktionieren. Genau. So, das wird hoffentlich nicht zu schnell und zu krass. Wow, und sorry. Das war jetzt ein bisschen. Wow, sorry. Oh, Ihr Park hat die Auszeichnung Park mit dem besten Achterbahn erhalten. Das habe ich mir schon gedacht, dass das irgendwann so weit sein würde. So, und jetzt hier die zweite Bremse. Ich glaube, die dritte Bremse, das konnte man noch nicht realistisch einschätzen. Da könnte es noch Probleme geben. Ja, ansonsten sieht es jetzt nicht mehr ganz so brutal aus, wie es vorher ausgesehen hatte. Es könnte annehmbar sein für eine Menge Leute. So, jetzt bremst die Achterbahn hier ab. Lalala, schafft sie es? Nee, sie schafft es nicht. Schließen. Hilfe. Das wäre jetzt beinahe wieder schief gegangen. Bum, 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 bum. So, wie war das denn jetzt richtig rum? So, genau. Ja, Untergrundansicht. 78 km/h. Also ein kleines bisschen schneller muss sie noch sein. 86 am besten. Ich sag das jetzt einfach mal so. 86 km/h. Na, okay, 93. 93, ist das okay? Das ist okay. Gut. Und jetzt hoffentlich zum letzten Testride. Bis gleich. Und los geht's, würde ich sagen. Puh, jetzt bin ich aber wirklich aufgeregt. Will ich hier die Gehkräfte verfolgen? Vertikale Gehkräfte, die seitlichen Gehkräfte interessieren mich mal ein kleines bisschen. Vor allen Dingen hier an dieser Stelle. Da bin ich mir nämlich gar nicht sicher, ob das so gesund ist. Aber immerhin, ich glaube, wenn die Achterbahn jetzt hier fertig ist, dann werde ich die auch mal so lassen. Also ich werde es jetzt nicht übertreiben. Okay, also hier, oh ja, knapp 3G, aber es hält sich im Rahmen. Es hält sich im Rahmen. Gut. Minus 2,5 negative. Horizontale Beschleunigung. So, dann da. Das ist alles noch in Ordnung. Hält sich auch bei 3G so einigermaßen. So, und jetzt hier, wie sieht es dort aus? Auch gar nicht so schlecht. Ja, das ist natürlich nochmal ordentlich. 4G, aber alles so weit. So, jetzt kommt die Achterbahn hier hoch. Und jetzt der entscheidende Augenblick. Und ach nein, das kann doch wohl nicht wahr sein. Schließen! Oh, verdammt. Das war schon wieder sauknapp. Gut, ich könnte jetzt natürlich eine Befürchtung haben, aber ich werde das erst beim nächsten Mal. Ich muss noch mal die Bremsen optimieren. Vielleicht müssen wir doch mit 101 km/h sogar durch. Okay, bis gleich. So, wir sind zwar noch nicht oben, aber ich wollte euch inzwischen mal zeigen, was hier aus. Wir haben uns ja völlig auf diese Achterbahn konzentriert, was hier aus dieser Achterbahn geworden ist. Genau, ja. Terminal Crash. Oh oh, das ist aber eine Warteschlange. Meine Güte, wunderbar, sehr schön. Ich freue mich. Eine riesige Warteschlange und ansonsten sieht es auch relativ gefüllt aus überall. Der Revolution Rider natürlich in Höchstform. Ja, Holzachterbahn ist auch gut besucht. Yakinados Regatta ein bisschen spärlich. Okay, und jetzt müssen wir uns langsam hier dieser Sache zuwenden. Ansonsten kommen wir gar nicht mehr dazu, dass diese Achterbahn irgendwann mal fertiggestellt wird. Meine Güte. So, jetzt gleich mal die kombinierte Über- und Untergrundansicht wählen. Ich bin gespannt, ob die Achterbahn überhaupt. Ach, die Holzachterbahn 1 ist schon wieder ausgefallen. Ich bin gespannt, ob die Achterbahn. Na. Ob die Achterbahn überhaupt durch diesen Looping kommt am Ende. Ich habe es jetzt, wie gesagt, nochmal eingestellt, aber ich weiß es nicht. Meine Güte, und dann, das wird immer frustiger. Also ich muss sehen, ob die überhaupt noch abbremst, die Achterbahn, wenn die da unten ankommt. So, hier krepelt er sich immer super hoch. Aha. So, abbremsen, so wie das halt sein muss.
So, geschwindigkeitsmäßig Zug 1. Na, Zug 1. 67 km/h. Das ist auch alles, wie gesagt, im Rahmen. Also dieser Teil ist uns schon sehr gut gelungen. Jetzt muss ich bloß mal sehen, wie es mit dem anderen Teil ist. Ach, und ich hoffe, jetzt muss es doch klappen. Jetzt muss es doch funktionieren. Ansonsten bin ich kein guter Achterbahn, aber ich glaube nicht, dass die irgendwie großartig abbremst, diese Achterbahn. Und jetzt kommt sie auf einmal hoch durch. So, da und da. Und das ist wahrscheinlich alles wieder viel zu schlimm. Ja, und jetzt ist die aber... Ja, doch, die ist hier deutlich langsamer. Das sieht man. Die braucht also auch so ein bisschen diesen Schwung, ansonsten würde die da drüben gar nicht durchkommen. Tja, es juckt mich in den Fingern, hier nochmal final die Einstellung vorzunehmen. Na gut, ich werde mal sehen, wie jetzt die Testergebnisse aussehen. Hoffentlich nichts Ultra-Mega-Extremes oder so. Wahrscheinlich hier wird es nochmal Probleme geben mit den Loopings. Oh, super. Okay, ich glaube, die Achterbahn ist bereit, eröffnet zu werden. 4 Euro laut der Yakinator-Preis. Ich glaube, wir eröffnen jetzt einfach mal. Das macht so einen Spaß. So, die Leute strömen da auch rein. Extrem! Intensitätswert extrem. Übelkeitswert 9,5, sehr hoch. Und der Nervenkitzelwert nicht so wirklich, aber... Der Intensitätswert ist natürlich hier für meine Adrenalin-Junkies das Ausschlaggebende. So, und um dem Ganzen entgegenzuwirken... Na, was möchte ich denn jetzt machen? Genau, jetzt möchte ich hier nochmal eine Erste-Hilfe-Station hinbauen. Hopp. Und dann baue ich da auch nochmal Klos hin. Ach, und ich klicke immer auf das falsche Icon. Das falsche Icon. So, und dann können die Leute sich direkt dort auskotzen. Perfekt. Und jetzt kommen endlich mal... Achso, jetzt sind die Bahnen losgefahren. Jetzt können sich die Leute erstmal sammeln. Ja, so sieht's aus. Und meine Güte, jetzt sieht das doch schon wirklich nach was aus hier. Mit dieser tollen Achterbahn von The Racer LP, das muss ich ja nochmal sagen. Und mit diesem auch nicht schlechten, super mega neuen Monstrum. Also, ich sage, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Session. Oh, jetzt fange ich an zu stottern. Wir sehen uns bei der nächsten Session von Rollercoaster Tycoon 2. Von Let's Play Rollercoaster Tycoon 2. Mit mir, dem Yakinator. Ach Gottchen, jetzt verhasple ich mich hier schon alle 3 Sekunden. Aber egal, schaut mal vorbei auf Yakinators LP-Oase. Und tschüss!